Morgen, es ist Donnerstag, kurz nach 7 und wir starten jetzt gleich mit den Morning News. Der Frühling, der scheint ja jetzt nun wirklich mittlerweile angekommen zu sein. Jetzt 3 Tage in Folge war es richtig schön warm, die Sonne schien, ja, und ich konnte auch mal wieder im Garten arbeiten. Klasse Geschichte. Was mich mal interessieren würde, ist, merkt ihr das Wetter oder merkt ihr das Wetter schon? Ich habe immer so das Gefühl gehabt, wenn es begonnen hat, schön zu werden, also im Frühling, dass so die ersten 1, 2 Wochen meine Güte, die Geschäfte eher schlechter liefen. Und es dauerte dann so, bis die Menschen, die Verbraucher, erstmal wieder den Weg zurück ans Gerät gefunden haben, um zu bestellen. Erstmal haben sie genossen, dass das Wetter schön ist, sind rausgegangen, Eis gegessen, hatten den Kopf voll aller möglicher Sachen, aber beim besten Willen nicht online einzukaufen. Ist es bei euch auch so oder merkt ihr schon richtig das Frühjahrsgeschäft, sprich, dass die Kunden wie wild bestellen? Würde mich mal interessieren. Also wenn ihr Lust habt, kommentiert es einmal. Ja, heute sind auch nicht allzu viele News da, aber dafür sehr, sehr lange News. Fangen wir an mit Jeff Bezos. Der hat heute Nacht unserer Zeit seinen Letter to Shareholder veröffentlicht. Dort finden wir ja recht ungewöhnlich einmal auch ein paar deutliche Zahlen. Einige sind bereits in den Medien über die Nacht kolportiert worden. Erstmals veröffentlicht Amazon eine genaue Anzahl oder eine halbwegs genaue Anzahl seiner Prime-Abos über 100 Millionen weltweit. Aber viel spannender fand ich das, was er zum Marktplatzgeschäft gesagt hat, beziehungsweise die Zahlen, die er über das Marktplatzgeschäft genannt hat. Eine interessante Zahl ist die, dass weltweit rund 140.000 KMUs, also kleinere und mittlere Unternehmer, den Umsatzanteil von 100.000 US-Dollar pro Jahr geknackt haben. Das ist eigentlich nicht viel. Also das ist wirklich nicht viel. Also was wir wissen ist, offensichtlich hat Amazon sehr viele Verkäufer. Wir haben hier in Deutschland, um das mal zu vergleichen, rund 120.000 gewerbliche eBay-Verkäufer. Klar, der Großteil der Verkäufer sind halt die Bronze-Seller. Es gibt ein paar Gold-Seller, die haben einen Umsatz, glaube ich, bis maximal 150.000 Euro pro Monat. Und dann ab 150.000 Euro pro Monat sitzen halt bei eBay die Platin-Seller. Das entspricht dann einem Umsatz von 1,8 Millionen im Jahr. Davon gab es zuletzt knapp 400. Aber auch selbst die Gold-Seller, da ist halt der Bereich schon recht groß von 50.000 bis 150.000 Euro im Umsatz. Und bringen wir es mal auf den Punkt. Die Gold-Seller sind nicht wirklich groß. Und da kann man auch nicht wirklich von erfolgreichen Händlern sprechen. Denn wer über einen Hauptkanal nicht mehr als 1,2 Millionen umsetzt, das wäre ja das Maximale, ist kein wirklich großer Händler. Aber gut, okay. 140.000 weltweit gibt es, die auf Amazon einen Umsatz von nicht mehr als 100.000 oder die mehr als 100.000 Dollar machen. Das ist in der Tat wirklich nicht viel, wenn man halt weltweit es betrachtet. Es zeigt aber auch, wie stark divergent auf der einen Seite die Marketingwahrnehmung ist, werde reich mit Amazon, werde reich mit FBA, ich bin ein FBA-Seller. Scheiße, mag er ja sein. Aber die Chance, dass er zu diesen 140.000 weltweit gehört, die tendiert dann eher gegen Null, beziehungsweise ist im Promillebereich anzusiedeln. Und wenn ich mir überlege, wie viel der Meinung sind, erfolgreich auf Amazon zu verkaufen, dann müssten wir ja hier gerade in Deutschland nahezu eine Fülle, eine Anhäufung haben. Wir müssten ja schon fast die 140.000, die mehr als 100.000 Dollar per Jahr an Umsatz machen, nur hier in Deutschland angesiedelt sein. Ist also ein Riesenunfug, was uns marketingtechnisch dort mitunter kommuniziert wird. Die Realität sieht anders aus. Ähnlich wie bei eBay ist es auch bei Amazon. Ein Großteil der Händler gucken am Monatsende in den leeren Kühlschrank und haben schlicht und ergreifend Probleme, anständig Geld zu verdienen. Ich mache mir ja immer mal so einen Spaß und gucke mir mal an,
wo die Damen und Herren so ihr Geld ausgeben, wenn man sie dann reisen sieht. Eher Business Class oder eher Bretterklasse, eher zweite Klasse bei der Bahn, eher erste Klasse. Und dann hört man in Gesprächen auch mal raus, wie intensiv man sich um ein günstiges Hotel kümmert. Oder ganz einfach, ich meine, das mag jetzt auch völlig falsch sein, weil ich eine falsche Sichtweise auf die Geldmittelverwendung habe. Aber wenn ich dann am Bahnhof stehe, mich mit dem Seller treffe und er sagt, ja komm, wir müssen die Bahn kriegen. Dann sage ich, wieso Bahn kriegen? Lass uns ein Taxi nehmen. Mag sein, dass man aus Überzeugung das Geld dort spart. Alles okay. Aber am Ende des Tages, weiß ich nicht, habe ich so manchmal den Eindruck, dass viel, viel Blendwerk unterwegs ist. Was im Grunde genommen nicht schlimm ist. Meine Güte, es ist noch kein Jeff Bezos vom Himmel gefallen. Aber ich denke mir, es wäre halt schick, wenn man ja realitätsnah die Herausforderungen kommuniziert und nicht so ein Blendwerk mit sich oder vor sich her schiebt. Das mal zu den Zahlen zu den kleinen und mittleren Händlern, den SMBs. Ja, grundsätzlich möchte ich euch einmal vorlesen, was er gesagt hat zum Thema Marketplace. For the first time in our history, more than half of the units sold on Amazon worldwide were from our third-party sellers, including small and medium-sized businesses, SMBs. Der sagt nicht die Hälfte des Umsatzes, auch aufpassen. Die Zahl wird garantiert in den nächsten Tagen in den Medien falsch wiedergegeben. Wir reden hier nicht von der Hälfte des Umsatzes. Wir reden hier nur von der Anzahl der Einheiten. Das heißt, die Artikel ist die Hälfte oder mehr als die Hälfte von den Dritthändlern verschickt worden. Und das bedeutet grundsätzlich für Amazon erst einmal schöne Gebühreneinnahmen. Und bedeutet nicht, dass 50% des Umsatzes von den Händlern gemacht worden. Over 300,000 US-based SMBs started selling on Amazon. 300,000 haben gestartet. Also ein Plus noch zu den 140,000. Und zu denen, die davor da waren. Das heißt, wir haben mit Sicherheit gut eine halbe Million Händler. Davon sind aber nur 140,000, die überhaupt einen Umsatz von mehr als 100,000 im Jahr machen. Noch einmal, das unterstreicht im Grunde genommen die geringen Chancen, die ihr habt, auf Amazon erfolgreich zu sein. Die Zahlen wollt ihr so nicht hören. Ihr möchtet zu den 140,000 zählen, die mehr als 100,000 Dollar Umsatz machen, weltweit. Die Chance ist aber gering. 300,000 starten. Vorher sind auch ganz, ganz viele gestartet. Und nur 140,000 von der Gesamtzahl machen einen Umsatz von mehr als 100,000. Das bedeutet, von den 300,000 Gestarteten sind die Mehrheit im ersten Jahr gescheitert, wenn sie das Ziel hatten, von vornherein mit fetten Umsätzen zu punkten. Das muss man leider sehen. Okay. Customers ordered more than 40 million items from SMBs worldwide during Prime Day, growing their sales by more than 60% over the Prime Day. Our global selling program, enabling SMBs to sell products across national borders, grew by over 50% last year, and cross-border e-commerce by SMBs now represents more than 25% of total third-party sales. Wenn man sich jetzt einmal die Gedanken darüber macht, was ist denn eigentlich bei Alibaba am Singles Day passiert, dann ist das, was Jeffrey schreibt, nicht mehr als ein Fliegenschiss. Bei Alibaba reden wir davon, dass an einem Tag, an einem einzigen, mehr Umsatz gemacht worden ist, als eBay in einem ganzen Quartal schafft. Und da macht auch Amazon keinen Unterschied. Aber nun gut,
die Wachstumszahl beim Prime Day finde ich halt finde ich nicht so spannend. Spannender finde ich halt eher, dass das Cross-Border-Geschäft 50% gewachsen ist und dass insgesamt 25% Anteil am Cross-Border-Geschäft über die kleinen und mittleren Händlern festgestellt worden ist. Ja, auch hier muss man ganz deutlich sagen, Amazon tut ganz, ganz viel fürs Cross-Border-Geschäft. Wir hatten ja vor kurzem in den Krausenhöfen in Berlin eine Schulung, zu der waren einige etwas größere Händler eingeladen. Dort wurde nahezu im O-Ton gesagt, macht's doch wie die Chinesen, verkauft erstmal in Amerika, registrieren könnt ihr euch später. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Klar, wenn ich als Amazon mich da hinstelle und sagt, macht einfach erstmal scheiß was auf die gesetzlichen Regelungen, ja, dann wird es auf einmal einfacher, im Ausland zu verkaufen und augenscheinlich und auch fälschlicherweise risikoärmer, als man sich denkt. Und natürlich führt das dann zu einem enormen Wachstum. Die Realität ist aber doch ganz anders. Die Realität ist so, dass alleine das Pan-EU-Programm schon herausfordernd ist. Und gerade in den letzten Wochen häufen sich doch die Meldungen, dass von Amazon englische VITs gefordert werden, obwohl die Händler nicht in England lagern. Das ist die Realität und das führt zu Verwirrung. Es führt zu Verwirrung, dass dann die Accounts nicht richtig eingestellt sind. Es gibt riesen Herausforderungen, einen Steuerberater zu finden, der sich überhaupt mit dem Pan-EU-Programm bzw. mit dem Handling der entsprechenden Kosten, Gebühren und Umsätze vernünftig auskennt. Nicht selten liest man in Gruppen, dass es enorme Herausforderungen gibt, dass die Steuerberater doch Bockmist bauen. Selbst die Dienstleister haben allergrößte Herausforderungen und auch nicht selten wird gelesen, dass aus Frankreich etwas höhere Strafen erst einmal oder Italien Strafen zukommen auf die Händler. Also es ist alles nicht so einfach, wie es geschrieben wird und auch wie es propagiert wird. Das bedeutet aber auf der anderen Seite nicht, dass Cross-Border schlecht ist oder dass Cross-Border-Geschäft Unfug ist. Nee, es ist elementar wichtig. Es ist, denke ich mir auch elementar wichtig, damit ihr euer Wachstum in Zukunft gewährleisten könnt, damit ihr aber auch eure Existenz sichern könnt. Denn umgekehrt bedeutet es natürlich auch, dass nicht nur Cross-Border in Deutschland propagiert wird, sondern weltweit. Das heißt, die Flut an Produkten aus europäischen und aus Drittländern nimmt natürlich zu. Und hier muss es eine Antwort für die deutschen Händler geben. Ich meine, nicht nur wir kennen hier in Deutschland den Einkauf von EU-Fahrzeugen und den Verkauf dort an Endkunden, also sprich Arbitrage-Modelle. Auch andere Händler kennen diese und auch andere Länder kennen diese. Und die sind teilweise mutiger und schneller und flexibler als ihr mit eurer German Angst. Das bedeutet also, ihr müsst euch fit machen für einen grenzüberschreitenden Handel. Aber ja, nicht so illusorisch, dass euch irgendwann der Spaß einmal auf die Füße fällt, sondern geht langsam ran, geht strategisch ran, geht sicher ran. Natürlich muss man nicht alles immer 100% am Ende des Tages haben. Das Ziel sollte es zwar sein, aber natürlich kann man auch mal mit 80% starten. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Nur, damit ihr überhaupt bewerten könnt, ob ihr bei 80% steht oder bei 50%, müsst ihr die 100% kennen. Und wenn ihr die nicht kennt, seid ihr auch nicht in der Lage, euer Risiko abzuwägen. Und wenn ihr euch für einen Start mit 80% entscheidet, dann müsst ihr diese Entscheidung validiert und ausgewogen treffen können. Das heißt, ihr müsst ganz genau wissen, okay, da liegt noch was im Argen, wenn es mir auf die Füße fällt, kostet mich das X oder birgt das Risiko Y und ja, das bin ich bereit einzugehen. Das ist dann eine vernünftige Entscheidung. Es mag ja Leute hier im E-Commerce geben, die sagen, mach 80%. Fragst du die mal nach den 100%, zucken sie mit den Schultern. Das sind Dummschwätzer. Das sind Dummschwätzer und auf die solltet ihr nicht hören. Wenn ihr die 100% kennen könnt, könnt ihr sogar mit 10% anfangen, wenn ihr wisst und wenn ihr bereit seid, was passiert, wenn die 90% euch auf die Füße fallen. Wichtig ist, dass ihr eine valide Entscheidung habt. Das war es dann auch schon eigentlich, den Jeff Bezos Brief zu
vorzulesen. Ja, interessant ist noch, wer aufmerksam beim letzten Händler-Talk von Dr. Peter Walz zugehört hatte, wusste es schon. Vodafone stellt das eigene Mobile Payment, also das Vodafone Wallet ein. Er hatte es zwischen den Zeilen bereits mitgeteilt und gesagt, das war wohl einer der größten Fehler. Und da waren sie wohl eher der Meinung, dass sie einen Riesenerfolg landen, aber das war dann am Ende des Tages die größte Enttäuschung. Ja, nicht verwunderlich. Die Akzeptanzstellen waren schlicht und ergreifend nicht da. Das ans Handy zu koppeln, war in meinen Augen falsch. Da fehlte dann halt auch die Nutzung über einen Desktop-PC. Und da war, denke ich mir, PayPal und Alipay und Apple Pay weit, weit spannender. Ja, gestern werdet ihr festgestellt haben, dass kaum noch eine Facebook-Gruppe hier in Deutschland mit Amazon im Titel es gibt. Woran lag das? Es lag daran, dass gestern Nacht aus Amerika rüberschwappte, dass angeblich alle Facebook-Gruppen, die Amazon im Titel haben, gelöscht werden. Vornehmlich Produkttester, also die sogenannten Review-Groups. Was ist denn auch dann tatsächlich passiert? Also einige Gruppen habe ich gesehen, die auch nicht geändert worden sind, die dann komplett verloren waren. Also sprich, der Admin hatte noch nicht einmal mehr die Möglichkeit, in seine Gruppe reinzukommen. Ob das ein Bug war, ob das von Amazon veranlasst worden ist, ob das von Facebook veranlasst worden ist. Gegenwärtig habe ich hierüber keinen Kenntnisstand. Ich habe bei Amazon angefragt, ich habe bei Facebook angefragt, alle schweigen. Finde ich natürlich scheiße, denn ich denke mir, eine vernünftige Informationspolitik sollte vorhanden sein. Zumindest würde es mich mal interessieren, welche Ideen stecken dahinter. Ist es von Facebook getrieben, weil sie meinen, das könnte eine Markenrechts- oder Markenurheberrechtsverletzung sein? Ist es getrieben von Amazon, weil sie das Geschäft mit Reviews eindämmen wollen? Oder aber ist es von beiden getrieben, dass die einen sagen, wir wollen diesen Review-Handel nicht und die anderen sagen, ja, wir haben an und für sich zum Handeln einen Facebook-Marketplace? Ich weiß es nicht. Sobald es Erkenntnisse gibt, kommen sie. Bisweilen habe ich aber auch noch nichts gesehen, dass in den internationalen Foren, dass es irgendwelche andere Meldungen diesbezüglich gibt. Also lassen wir uns mal überraschen. Ja, Peter Höschel hat ein wunderschönes Amazon Seller Video Training veröffentlicht, Sourcing in China. Das möchte ich euch an die Hand legen. Den Link findet ihr unterhalb des Videos. Und jetzt kommen wir zur letzten Meldung, eBay. Endlich mal eBay. Ja, Morgan Stanley, eine amerikanische Investmentbank, hat das Kursziel von eBay auf $58 angehoben und es von Underweight auf Overweight, oder die Aktie von Underweight auf Overweight, hochgestuft. Damit wird aller Wahrscheinlichkeit nach, also wenn das Kursziel erreicht wird, eBay auf sein Allzeithoch kommen. Im Übrigen, nette Zahl, wer vor 3 Jahren eBay eingekauft hat für rund $11, bekommt jetzt das Vierfache dafür. Also auch mit eBay lässt sich ein hervorragendes Geld verdienen und die Entwicklung von eBay wird an der Börse honoriert. Warum hat es jetzt diese Hochstufung gegeben? Warum ist das Kursziel angehoben worden? Im Wesentlichen preist sich damit die Ankündigung eBays ein, dass sie halt als Zahlungsabwickler, als Intermediär zukünftig fungieren wollen. Man sagt, wenn das eine Plattform macht, hat sich in der Vergangenheit zum Beispiel bei Amazon gezeigt, dass die Kunden bereit sind, mehr Geld dort auszugeben auf den Plattformen. Und das hat die Börse jetzt eingepreist. Man zieht dort Amazon-Zahlen ran. Ja, das war's dem Grunde genommen auch an News. Waren diesmal nicht viele, aber diesmal etwas längere Kommentare zu den Einzelnews. Ich habe auch nicht viel Wichtigeres entdeckt und habe gestern eigentlich den ganzen Tag an News gelesen. Okay, ich wünsche euch einen netten Donnerstag, dass der auch so sonnig ist, wie er bei mir hier ist in der Südwestpfalz.
richtig geilen Umsatz, bloß keine Stresskunden, wenig Retouren und einen gigantischen Rheinbach. Bis dann. Tschüss.